heute ist der welcher Tag? Der 14. Juli, das ist unser Nationaltag. Und wir feiern heute den Sturz von der Bastille. So, das war der Anfang von der französischen Revolution. Das ist nicht wirklich die Bastille, aber eher das ist Delacroix. Das ist ein paar 10 Jahre später. Das war viel Unruhe in Frankreich in dieser Zeit. Und, aber das ist die Freiheit, die Freiheit führt das Volk. Und auf jede Schule ist geschrieben, Liberté, Égalité, Fraternité. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. So, ich führe euch ein bisschen in französische Geschichte. Tut mir leid, dass wir ein bisschen euch zu erfrischen mit französischer Geschichte. Vielleicht habe ich nicht alles mitgemacht. Aber das war nach dem Absturz von der römischen Zeit. Das war die Organisation in Frankreich, aber das war oft in Deutschland auch. Das war ganz oben der König. Da ganz oben der König. Unter, das war eine Schicht, sein Name König, der Oklerus, mit dem Kardinalbischof Äbte, die waren sehr positioniert. Und auch für die Führenden, die Ornadel, Prinz und Hof. Unter war die Regular Klerus mit Pfarrer und Mönch. Und die kleinen Nadel, was ein Offizier, und das war wirklich eine Grenze, das war nicht möglich, nach oben zu steigen. Ganz unten, das ist der dritte Stand, der große Mass von Leuten. So von Bettler bis Diener, Handwerker, Fädelarbeiter, Bauleiter. So, das waren mehrere Leute, aber die haben ihre Meinung war nicht gefragt. Die waren wirklich, und die Revolution hat gesagt, das geht gar nichts. Wir wollen ganz oben sein. So, die haben die Bastille gestürzt, der König gestürzt, aber die Bibel sagt im Jesaja 40, Vers 23, Gott, er stürzt die Mächtigen und nimmt dem obersten Richter die Gewalt. Sie gleichen jungen Pflanzen, kaum sind sie gesetzt, kaum haben sie Wurzeln geschlagen, da bläst er sie an. Und sie verdorren. Wie Spreu werden sie von Sturm verweht. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Fragt der heilige Gott. Wer hält einen Vergleich mit mir stand? Diese Organisation hat trotzdem 1500 Jahre gedauert, bis die Revolution, oder mehr, ein bisschen mehr. Aber Gott sagt, das mache ich weg. Und das war die in die Gleichheit, der Guillotin, Guillaume Guillotin hat gesagt, wir sollen alle gleich sterben. Weil bevor, das war nur die Oberes, können schnell sterben, mit einem sehr scharfen Schwert. Aber das Volk, der dritte Stand, das war schrecklich. Ich will nicht erzählen, aber das war, die Tod war lange und schmerzhaft, wie für Jesus auf dem Kreuz. Und Guillotin hat gesagt, das reicht, wir müssen alle gleich sterben. Das Gerät hier, das Guillotine, zwischen 92 und 96, so wo der Guillotine wirklich installiert war, das ist ungefähr unterschiedliche Ergebnisse, aber ungefähr 13.000 Leute, die mit diesem Gerät gestorben sind. Aber am Ende, das ist auch Ludwig XVI und seine Frau Marie-Antoinette, sind auch davon gestorben. Aber das war so viel Unruhe, auch zwischen den Revolutionären, die haben sich gegen gekämpft und Danton und Robespierre sind auch guillotiniert geworden. Diese Gerät, der letzte, das in Frankreich damit, so das ist viel, das war viel benutzt. Und wenn ich klein war, ich war 11 Jahre alt, wenn der letzte Mann davon gestorben ist. Und ich kann mich erinnern, dass wenn ich klein war, das hat mir Angst gemacht. Ich habe Albtraum gemacht von diesem Gerät. Und ich habe gedacht, ich würde auf diesem Gerät, ich habe den Kopf drin. Und das war wirklich eine Entspannung, ein Todesurteil. Aber später habe ich die Bibel studiert
Und im Römer 6, ab Vers 23, der Bibel, Paulus sagt uns, der Lohn, den die Sünde aushält, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Aber das war für mich wirklich, das hat ein bisschen meine Kindheit geprägt und ich habe mir gedacht, was ist diese Gesellschaft, die so, so brutal sein kann. Und die Revolution war brutal. Wirklich, die ganze Liberté, Egalité, Fraternité, die haben auch nicht geschafft, weil die Sklaverei war fast 100 Jahre später abgesagt. Die Frauen in Frankreich haben nur die Wahl gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg. So diese Gleichheit, das war nur für ein paar Leute, aber viel, das war, die sind nicht so wichtig. So, die haben nicht geschafft, diese Brüderlichkeit, diese Freiheit Gleichheit zu schaffen. Das waren nur Worte, geschrieben im Stein, aber die haben nicht geschafft. Und ich sage euch, was hat die Revolution mit mir zu tun? Ich will noch mehr, ein bisschen mehr von mir erzählen, wenn ihr Zeit habt. Und was ihr vielleicht nicht seht hier, das war im April letztes Jahr, das ist das Ergebnis von einer Obduktion, dass ich in meinem Pankreas, in meinem Bauch, Speicheldrüse, und hier, das ist geschrieben, ganz klein, das ist ein Laser drauf? Nee, gut. Pankreaskarzinom, mais peritonkarzinom. C'était abdomen, Hypodensraumforderung, ein Übergang, bla 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 bla. Franzi, du kennst schon. Das war für mich ein Todesurteil. Mit solcher Diagnose, die Prognose statistisch, es ist 5-6 Monate. Das war wirklich, und so ein bisschen für meine Kindheit, ich war nie krank. Auch als Kind, ich habe nie die Kinderkrankheit, habe ich nie gehabt. Ich war ganz stolz, keinen Arbeitstag fehlen zu dürfen, weil ich nie krank war. Und plötzlich, Bauchschmerz, was ist los? Und in 5 Minuten, Sie haben Krebs, bitte gehen Sie zu Krankenhaus morgen. So, das war wirklich für mich ein Schlag im Gesicht. Bernhard hat letzte Woche gesprochen von seiner Erfahrung. Das war für mich etwas, das ich nicht kenne. Krank sein, im Krankenhaus gehen, diese ganze Medizin, ich warte eine Stunde lang. Du kennst das auch. Das ist, war ich nicht bereit. Das war wirklich eine schwierige Situation. Aber was meine Botschaft ist, was Galater 6 ihr sagt. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißt, lasst sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ein liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, sein Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Und ich habe mir gedacht, was mache ich mit diesem Todesurteil? Ich mache die Sand im Kopf, ich verstecke mich und ich weine in meine Ecke. Und ich habe wirklich gedacht, nee, ich brauche meine Geschwister. Ich brauche die Unterstützung von euch. Von Paris, von Genf, von Abidjan, von Lyon. Ich habe so viele Freunde angerufen und ich habe gedacht, ich kann allein das nicht tragen. Und das ist hier meine Botschaft. Wenn diese Galater 6, wir sollen unsere Last tragen, das ist kein nur so, das ist wirklich, das hat mein Leben gerettet. Bis jetzt. Aber das ist meine Botschaft für euch. Lasst euch nicht zurückziehen, weil Satan hat mir so viel Ding im Kopf gelassen. Ich könnte nachts nicht schlafen, ich habe so viel Schmerz. Und Satan kommt und sagt, siehst du, Gott erfüllt nicht dein Gebet.
Er hat andere Dinge zu tun. Er ist sowieso nicht da. Er ergibt gar nichts. Und das ist ein Kampf, wenn du die Kraft von den Geschwistern nicht hast. Und das war wirklich eine Segnung. Unser Bibelkreis, die haben so oft für mich gebetet, wir haben zusammen gebetet, Hände auf mich aufgelegt. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Und ihr um Hilfe fragen, weil das Wir ist stärker als ich. Das ist unser Thema dieses Jahr, dieses paar Monate von mir zu wir. Meine Ich zu vergessen und die Kraft von Gruppe zu suchen. Und das ist das Wichtige. Das ist wirklich meine Botschaft für euch. Und ihr, das war April letztes Jahr, das war die Hochzeit von meinem Sohn Bruno, das ihr ist. Und im Zwischenstopp, wir sind mit Zug nach Paris gereist. Und das ist Pierre, ihr. Recht. Das ihr ist. Und ich habe ihm gebetet, als Älteste kannst du, können wir uns treffen, dass du für mich beten kannst. Und er hat nicht nur das gemacht, er hat mir mit Öl gesalbt und er hat für mich gebetet. Er hat 1,5 Stunden nach Paris gefahren. Wir haben nur 40 Minuten Zeit zwischen 2 Zügen. Er hat sich die Zeit genommen. Und wir haben so eine intensive Zeit. Aber danke, Pierre. Und Jakobus 5, Vers 13 sagt: Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einen Grund zu freuen, dann soll er Gott Loblied singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er der Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen mit der Herr mit Öl salben. Wenn sie im Festvertrauen beten, wird der Herr der Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben. Wenn er Schuld auf sich geladen hat, bekennt einander also eure Sünde und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, das nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und das habe ich wirklich gespürt, diese große Kraft von Gebet. Früher habe ich immer ein bisschen ein komisches Verständnis von Wunder. Ich habe mir gedacht, ja, das war damals, Jesus hat viel Wunder gemacht, aber ich habe mir nicht wirklich das Glauben und das Perspektiv, dass Gott noch heutzutage Wunder machen kann. Ich habe schon bewundert, wie dass du noch da bist nach 20 Jahren Leukämie, aber das war mir ein bisschen zu weit weg und das habe ich nie erlebt. Und ihr spricht auch von Sünde bekennen. Und für mich, das war wirklich eine Reise in mir. Weil ich habe einem Freund erzählt, dass ich Krebs hatte und er hat mir gesagt, ruf meine Mutter an, weil sie macht chinesische Medizin und hilft Leuten mit deiner Situation ein bisschen klarzukommen mit der Situation. Und ich habe mir gedacht, ja, schon wieder diese psychosomatische Krankheit. Okay, aber ich habe gesagt, okay, gut, ich rufe deine Mutter. So, wir haben ein Skype gemacht zusammen und sie hat mir gesagt, Benno, weißt du, in die chinesische Medizin, der Pankreas, Bauchspeiseldrüse, das ist deine Ich, wer du bist, deine Tiefpersönlichkeit. Das Leber, das ist deine Mutter. Und der Milz, dein Vater. Okay. So, wie war mit deinen Eltern? Das war okay. Nicht so, nee, das ist nichts zu berichten. Das war nicht perfekt, aber ich habe eine tolle Kindheit und ja, das war gut. Und deine Großeltern. Und plötzlich eine Welle von Emotionen. Von runter, von Bord bis Hals, dass ich nicht mehr sprechen könnte. So eine Bitterkeit, das nach oben kommt. Wenn meine Eltern haben eine kleine Firma in Paris gehabt und
ich war ganz klein, ich war eins, aber die, meine Mutter hat die Buchhaltung gemacht und mit acht Kindern, sie hat ein paar Korrektur gemacht und das hat die Lohnsteuerprüfer nicht gefallen und er hat gesagt, dass meine Eltern haben Steuerirritation gemacht. So, das war die Firma war platt gemeldet und die mussten Geld zurückzahlen für Steuer, das die nicht haben. Und kurz zu sagen, meine Großeltern waren sehr reich, die hätten das sofort bezahlen können. Und die haben nichts gemacht. Die haben uns, mit meinen Eltern, mit acht Kindern in einer Vierzimmerwohnung im Stich gelassen und bei mir, tief in mir, das war die Leute, die normalerweise dir helfen können oder sollen oder lieben, du kannst nicht die nicht vertrauen. Und das war wirklich versteckt in mir, dass ich habe das nie sehen können, wenn diese fast fremde Frau, dass Gott hat benutzt, diese Frau mir die richtige Frage auf dem richtigen Moment zu fragen. Und das war eine Befreiung. Und im Johannes 13, ich war ein bisschen zu schnell, aber im Johannes 13, das ist, Jesus sagt nun, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jetzt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dann habe ich gespürt von Pierre, von unserem Bibelkreis, von der ganzen Gemeinde, von der ganzen Welt, auch von Leuten, die ich nicht kenne, von Leuten aus Kiew, von Abidjan, meine Kunden, die haben mir gefragt am Anfang, was können wir für dich tun? Ich habe gesagt, ihr könnt nicht viel machen, aber wenn ihr für mich beten könnt, das wäre super. Und sagt, das machen wir. Ich habe diese Kunden, das ist Air Côte d'Ivoire, diese Woche gesehen und die waren sehr froh zu sehen, dass, und ich habe die bedanken für ihre Gebet. Ich bin da, ich bin wieder da, ich bin am Leben. Und das war eine Segnung. Und zurück zu meiner Geschichte mit meinen Großeltern. Wenn ich das erkannt habe, diese Bitterkeit, diese tiefe Bitterkeit in mir, habe ich einen Entschuldigungsbrief zu meinen Eltern, Großeltern geschrieben. Die sind ja 30 Jahre gestorben. Ich habe meinen Bruder und Schwester gefragt, so wo sind die Großeltern gegraben? Weil das war mir auch gekommen, dass ich habe wirklich die weggemacht von meinem Leben. Und ich war nie auf dem Grab von meinen Großeltern. So, ich habe einen Brief geschrieben, ich vergib euch, ich bitte um Vergebung auch von meiner Bitterkeit. Das war zwischen euch und meinen Eltern, ich habe das nicht auf mich zu nehmen zu müssen. Und letztes Jahr bei der Hochzeit von Tristan und Natalia habe ich diesen Brief und gebrannt auf die Grab von meinen Großeltern. Und das war so eine Befreiung, diese Schuld im Staub zulassen zu können. Und das fängt an bei mir, das ist was meine Botschaft, weil ich habe 57 Jahre lang das mitgetragen und mir gesagt, das ist alles in Ordnung. Aber das war nicht alles in Ordnung, das war tief in mir etwas, das nicht stimmt. Und bevor das diese Schuld auf sich geladen. So, ich will nicht sagen, dass meine Krankheit kommt von unbedingt davon, aber Gott hat mir diese Möglichkeit gegeben, guck mal in dir. Es gibt Dinge, die nicht klar sind. Und das ist oft, warum ich sage, dieser Krebs ist eine Segnung. Weil ich denke, ohne das, ich habe weiter so gemacht, ohne mich Fragen zu stellen, was ist denn los mit mir? Warum Ding Vertrauen, das war immer eine Schwierigkeit für mich, weil ich denke, das hat meine geprägt. Aber das war wirklich auch eine gute Zeit nachzudenken, was ist tief in mir ist. Anja sagt mir, du sollst die normal anrufen, vielleicht die findet normal etwas, aber habe ich schon ein bisschen Angst. Aber trotzdem, das war eine so eine Befreiung. Und in 2 Korinther 4, darum,
ab Vers 16. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wer auch unsere körperliche Kraft aufgezehrt werden, wird dort das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns in unendlich unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Und ich will nicht den Mut verlieren, egal was Satan sagt. Ich bin nicht geheilt. Die Doktoren, die haben gesagt, wir können euch nicht heilen. Wir können vielleicht der Tod ein bisschen nach hinten schieben. Mir geht's gut. Ich habe gestern gesagt, ich bin ein gesunder Mensch mit Krebs. Aber das kommt von dieser Kraft, die mir Gott gibt, von Tag zu erneuert zu sein. Aber ich muss am Quell gehen und ich muss diese Kraft nicht von der Chemo suchen, weil die Kraft, die Chemo, das nimmt Kraft. Ich habe 22 Stück gehabt, ich bin jetzt in Pause und ich genieße das. Nicht mehr im Recht der Isar zu gehen, im Krankenhaus, nicht mehr am Steckdose zu gehen zu müssen. Dieser schreckliche Chemo aus Raum, wo die Leute sind wirklich wie Zombies, das ist nicht schön. Und die andere Seite, das ist die Palliativstation, wo die Leute sind wirklich am Ende. Und das ist manchmal, wow, das macht mir Angst. Aber das gibt mir Kraft. Weil das kann sein, dass in einem Monat dass etwas passt, aber trotzdem, ich versuche, noch weitere Geburtstage zu feiern zu können. In 1. Korinther 15, Vers 54. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was der Heilige Schrift vorausgesagt hat. Das Leben hat das Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nur dein Macht? Und das kann ich sagen, ich bin ein bisschen emotional, Entschuldigung, aber ich habe Angst vor dieser Guillotine. Aber jetzt habe ich nicht mehr Angst zu sterben. Der Prozess, das mache ich immer ein bisschen, aber trotzdem, ich kann nicht mehr auf diese Stimme von Satan hören. Du kannst sagen, was du willst, aber du bist nicht mehr erwünscht in meinem Zimmer, gehst du raus. Der Tod hat seine Macht verloren. Weil ich habe meinen Frieden mit meinen Großeltern gemacht. So jetzt, ich will gerne der Abendmahl zusammen, dass wir der Abendmahl zusammen teilen zu können, weil der Tod hat seine Macht verloren. Und ich würde weiter danach ein bisschen weiter reden über die Revolution und was das bedeutet für uns und auch für unser Wir als Gemeinde. So im Römer 6. Letztlich geht es dort darum, unser früheres Leben endet mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrscht Wesen ist damit vernichtet. Und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus von der Tod auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Dieses Gefühl, der Tod hat keine Macht über uns, das ist wirklich eine Befreiung in diesem Leben, weil wir wissen alle, dass ein Tag, das würde früher oder später, wir wünschen alle später, aber wir wissen nie. Marilyn hat mir erzählt, dass sie seine Schwester, die in Beirut war, sie hat ihren Sohn verloren. Er war 21 Jahre alt. Das kann sehr schnell kommen.
Und letzte Woche, das war eine Schwester von Bouaké, von der Elfenbeinküste, sie war krank, ist von Abidjan nach Paris geflogen und sie ist im Flugzeug gestorben. So, das Tod kann so kommen. Aber was machen wir in der Zwischenzeit? Genießen wir mit Gott oder wir kämpfen mit, ich muss alles im Kontrolle haben, ich muss alles beherrschen? Und der Psalm 23 hat mir auch sehr viel getragen, weil der Herr ist mein Hirt, nicht wird mir fehlen. Er weidet mich am saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Weg und macht seinen Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn der Herr bis bei mir. Dein Irrstab gibt mir Schutz und Trost. Und im Krankenhaus habe ich im Reich der Isar, das ist ein ganzer Gang, das ist gefühlt 3 Kilometer lang, und ich war nachts unterwegs in diese, und das ist ein tolles Lied von die Tochter von Whitney Houston, und ich habe das gehört über der Psalm 29 und in diese Gang hin und her gelaufen. Und das hat mir getragen, weil unser Herr ist unser Hirte. Aber der Tod hat keine Macht über uns mehr. Und das müssen wir, wenn wir nehmen dieses Brot und Wein, überlegen, was hat für Macht für mich, diese Zeit nachzudenken. Ist das nur ein Ritual oder das ist wirklich eine Möglichkeit, diese Kraft mit Gott zu suchen? So, ich würde gerne für Brot und Wein beten und dann bin ich wieder da. So, das war nur die Introduction, jetzt kommt der Predigt. Nein, das war ein Witz. Ein bisschen Input auch für euch. Nicht der Türsteher machen. Und für ein paar Wochen waren wir, Tristan und Nathalie haben gesagt, ja, willst du nicht im Club gehen, ein bisschen tanzen? In Munich. Warum nicht, ja? Okay. Ja. Habe ich lange nicht mehr gemacht, seit 40 Jahren. Mach mal. So, wir gehen am Karlsplatz bei die 089 und das war, Suzanne war dabei und, mit 2 Amerikanerinnen und dann kommen Stella und Malise. So, wir gehen. Und das ist die Stürze. Stopp. Wie alt sind Sie da, Stella und Malise? 17. So, aber wir können genau die gleiche machen in die Gemeinde. So sind wir manchmal. Sagen, du glaubst das? Nee, bei uns das nicht, das kommt nicht in Frage. Und ein bisschen die Grenze bauen, wie der Gemeinde sein sollte, und nicht die Leute zu akzeptieren, wie die sind. Und es gibt Dinge, dass die Bibel sagt, aber wir müssen aufpassen, die Türsteher zu machen oder die Saaldiener. Die Saaldiener dienen die Saal, aber nie die Türsteher sein. Und Jesus hat gesagt von ihm im Johannes 10: Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen das Geld als Hirt arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Ein solcher Mann liegt nicht an der Schafe. Aber ich bin der gute Hirt und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Und wir sollen nicht der Hirt machen oder sagen, ja, ich muss meine Gruppe in die Hände kriegen. Ich fühle mich als Schaf mit euch zu sein.
ich will euch als Augenhöhe, ich bin ein bisschen höher, aber das ist ich denke, das ist wichtig, dass wir immer Jesus im Mittelpunkt von uns machen und nicht eine Struktur, nicht eine Organisation. Er muss der Hirte sein und er muss immer der uns führt und nicht eine Organisation. Wir haben sehr oft probiert, viele Gemeinden, aber sie sind sehr organisiert, auch diese pyramidale Funktion, und das funktioniert nicht, weil wir vergessen, dass Jesus im Mittelpunkt sein soll und nicht eine Organisation. Und das kommt, welche Form hat die Erde? Das ist rund, das ist ungefähr eine Sphäre. Und das ist die erste Bild von der Erde, von Apollo 17, der schon, wenn wir jünger waren. Und ich finde, dass ich liebe Weltraumfahrt, weil das ist schon, das ist klasse. Und das ist, was ich euch sagen will. Jesus muss im Mittelpunkt von uns sein. Aber Andreas hat für ein paar Wochen gesagt, dass er hat diese Vogelschwamme gezeigt, dass 6 oder 7 Vögel haben einen Einfluss auf die anderen. Und die fliegen alle zusammen. Und das ist genau mein Punkt hier. Wir brauchen starke Verbindung zwischen uns. Und wenn ich ein freies Elektron bringe, draußen von dieser ohne Verbindung, hat man keine Kraft. Eine Kugel, das hat sehr viel Kraft. Das ist, und das ist auch für die Flugzeuge nutzen wir sehr viel Kohlefaser, weil die haben sehr viel Verbindung mit Kohle. Und diese Kohlverbindungen sind sehr stark. Und wenn ich nur ab und zu kommt oder gar nicht kommt und erwartet, dass wenn das schwierig wird, dass die Geschwister für mich da sein werden, wie kann das funktionieren? Wir brauchen in guter Zeit, aber auch in schlechter Zeit diese starke Verbindung aufeinander. Wir brauchen uns zu sehen am Sonntag im Bibelkreis, am Mittwochabend, wenn das ist ein Treffen, um diese Verbindung zu bauen. Und das kann man nicht ersetzen mit einem YouTube-Predigt oder ab und zu kommen und wenn ich Zeit habe und wenn ich nicht müde. Stefan gesagt, willst du wirklich predigen? Ja, warum nicht heute? Wenn nicht am 14. Juli, dann wann? Aber draußen, so das ist keine geschlossene Grenze. Und auch die Erde, die ganze Planet, die saugen die ganze Dinge, das in die Halle fliegen. Und Gott sei Dank, wir haben nicht mehr so viel Meteoriten auf die Erde. Aber das ist der Meer, der die Beziehung stark ist, das zieht andere an. Und wenn wir haben schwache Verbindung, das zieht kein Mensch. Das zieht die Leute, warum soll ich hier kommen? So, ich bin zu Ende und ich habe ein paar Fragen für euch zum Nachzudenken. Habe ich Vertrauen in die Macht des Gebets, meine Geschwister? Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Erstmal in mein Gebet, aber auch, dass die. Und das sind so viele Leute, die sagen mir: Ich bete für dich. Ich habe auch hier in dieser kleinen Heft eine. Entschuldigung. Eine Schwester hat mir geschrieben, eine australierische Schwester hat geschrieben, du kennst mich nicht, ich habe dich nie gesehen, aber ich bete jeden Tag für dich und ist fast einen Tag pro Woche für dich. Was? Ja, genau. Habe ich mir auch gedacht. Und Geschwister auf Kiew, das ich nicht kenne, beten für mich. In dieser Gemeinde, ich weiß, dass viele für mich beten, Felix und Steffi, ich weiß, dass für mich euch sehr viel beten, aber auch von meinem Bibelkreis, das gibt mir Kraft. Aber ich habe mehr, dass ich heute hier sein kann, das ist ein Beweis, dass diese Gebete funktionieren. Und ich will mich nochmal bedanken bei euch für eure Gebete. Und ich muss trinken. J'y vais. So, erstmal der Macht von Gebet. Glaube ich wirklich, dass Gott heute noch Wunder machen kann. Ihr habt letzte Woche von Bernhard gehört.
heute stehe ich da. Ich denke, das ist schon zwei Beweise, dass Gott heute noch Wunder machen kann. Aber für mich, das war mehr klar. Ich habe Gott gesagt, wenn du mir Zeit gibst, ich werde dein Botschafter sein. So habe ich mir gesagt, ich kann nicht mehr schweigen und sagen, mein Deutsch ist nicht gut genug. Ich öffne meinen Mund jetzt. Soll ich Hilfe, wenn ich Schwierigkeit habe oder mache ich alles mit meiner eigenen Kraft? Weil ich habe gesehen, allein ich hätte nicht geschafft. Allein habe ich gedacht, ich springe unter eine S-Bahn, weil ich habe so viel Schmerz. Er sagt, wow, wenn die Perspektive so sind und die Doktor, die geben nicht sehr viel Hoffnung. Keine Empathie, die sagen, okay, wir können ein bisschen euch das Leben ein bisschen verlängern. Aber ich habe gedacht, wow, was für eine Lebensqualität das. Aber diese Hilfe suchen, das hat mir auch die Mut gegeben, durchzukämpfen. Bin ich ein Türsteher, zu gucken, was die anderen machen oder denken und sagen, du nicht. Ich denke, dass für mich, das ist auch ein wichtiger Punkt, ein bisschen breiter zu denken. Und ich habe auch von meinen Kunden erzählt, von der Côte d'Ivoire, und eins davon ist Muslim. Und mein direkter Ansprechpartner, er hat gesagt, ich bete für dich. Und ich habe mir gedacht, okay, super. Und ich wollte sagen, nee, dein Gott will ich nicht, dass du für mich betet. Nein. Das ist Blödsinn und ich will nicht der Türsteher machen, ich will die Tür öffnen und am Jesus gucken, statt auf dem Tür zu gucken. Der letzte Punkt, suche ich die Verbindung mit meinen Geschwistern oder bin ich ein freier Elektron? Und ich finde es schade, die Leute, dass die Geschwister, dass nicht ihr kommen oder die so kaum ihr da sein, weil die verpassen eine Kraft. Die Kraft von Gruppe, das hat mein Leben gerettet. Und ich denke, ich habe keine mehr. Aber ich habe trotzdem eine. Jesus hat gesagt im Johannes 8: Wenn ihr an mein Wort festhalten und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Die Französische Revolution hat nicht geschafft, die Freiheit zu geben. Er hat die Königorganisation durcheinander ersetzt, aber das ist immer diese Pyramide. Nur Jesus kann uns diese Freiheit geben, diese Brüderlichkeit, diese Gleichheit. Wenn wir das wirklich ernst nehmen und mit ganzes Herz. Gott sei dir.